Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter mit Modul 26 ist der Heldenpfad erschienen. Da geht es einfach darum, dass neue Charaktere bis Gegenstandsstufe 90.000 begleitet werden. Ein bisschen mehr lernen soll man, ein bisschen mehr Aufgaben erledigen, dafür aber auch belohnt werden. Und selbst wenn man schon relativ weit im Game ist, muss man erstmal diese Kampagne anklicken und die Aufgaben erledigen. Und das werde ich jetzt mal tun. Wo ist denn der gute Corvin? Da. Schön euch zu sehen. Ha, schön euch wiederzusehen. Ihr macht mir ganz den Eindruck, als ob ihr für eure Reise auf dem Heldenpfad bereit wäret. Ich habe Aufgaben für euch und auch an der Anschlagtafel neben mir findet sich Arbeit. Also, wollt ihr beginnen? Okay. Für diese Aufgabe müsst ihr Sibella, die Seherin, aufsuchen. Sie wird euch zeigen, welche Herausforderungen noch auf euch warten. Kommt danach wieder zu mir zurück. Okay, vergangene Kampagnen. Ah, ich kann sehen, dass ihr um Längen stärker geworden seid. Es wird Zeit, eure Ausbildung zu vertiefen. Kommt zu mir in den Ausbildungsraum, sobald ihr bereit seid. Da lerne ich was übers eure Kämpfen. Eure Fähigkeiten werden euch in einem Kampf gute Dienste leisten. Doch Helden brauchen außerdem auch einen gut gefüllten Geldbeutel, um die Schulden und Kosten zu bezahlen, die das Abenteurerdasein mit sich bringt. Beschafft euch Rohastraldiamanten. Veredelt jeden Tag so viele wie möglich davon und kehrt dann zu mir zurück. Klirrende Münzen sind genauso wichtig wie klirrende Waffen. Rohastral in Astral umdämsen. Ah, Grüße! Ihr seid nun bereit, Kampagnen in ganz Ferun abzuschließen und euch dabei Segenspunkte zu verdienen. Sobald ihr genügend davon habt, werdet ihr euren ersten Meistersegen freischalten können. Kehrt zu mir zurück, wenn es soweit ist. Viel Erfolg! Segen, ja, habe ich. Gute Arbeit! Ich freue mich bereits darauf, eure Reise weiter zu verfolgen. Zweiter Meistersegen habe ich auch. Ah, ihr seid es. Schließt weiter Kampagnen in ganz Ferun ab. Bald werdet ihr euch euren zweiten Meistersegen verdient haben. Kehrt wieder zu mir zurück, wenn es soweit ist. Wieder einmal gute Arbeit. Dritter Meistersegen habe ich auch. Überall an der Schwertküste sprechen die Leute von euren Taten. Der Weg ist lang, doch ich bin mir sicher, dass ihr am Ende triumphieren werdet. Schließt auch weiter Kampagnen ab. Und der dritte Meistersegen wird euch gehören. Ja. Hervorragende Arbeit. Man wird über ganze Zeitalter hinweg an eure Taten erinnern. Ihr könnt stolz auf euch sein. Zufällige Gefechtswarteliste muss ich doch mal neu machen. Als Mitglied okay. der Abenteurergilde ist es wichtig, dass ihr auch den anderen Mitgliedern helft. Schließt gemeinsam mit ihnen Gefechte an der Schwertküste ab, bevor ihr wieder zu mir zurückkehrt. Okay, das Board. Eieiei. Habe ich auch. Gefährtenstärkung. Zaumzeuge, okay. Habe ich auch. Gegenstandsstufe 20.000. Okay. Also erstmal eine gute Art, erstmal ein bisschen Gold und Silber hier zu machen. Aber am Ende eines jeden Meilensteins gibt es auch nochmal Belohnung. Da haben wir jetzt eine Belohnung abgefahren. Wir haben ein Abenteuer fertig. Der Heldenpfad. Okay, da fehlen noch diese speziellen Kampfausbildungen, vergangenen Kampagnen und so ein Quatsch. Okay, Gefechtswarteliste, Rest habe ich. Ja. Ach so, da kommen andere Wartelisten. Okay. 500.000 sind 5 Tage, Rohastral in Astral umwandeln, Gefechtswartelisten 5-mal, okay, dauert noch ein bisschen, vergangene Kampagnen 10 Stück und dann kommen noch Adeptenprüfung, Gewölbe und so, alles klar, kriegt man hin. Gut, aber ich habe irgendwas abgeschlossen, das ist die nächste. Gefährtenmarken 25, Reittiermarken 30, Gefährtenmarken und Insignien, okay. Nochmal Insignien, Glyphe. Okay. Dann klicken wir uns wieder durchs Board. Insignien habe ich.
Herdenstärkung habe ich. Artefakte habe ich. Gegenstandstufe habe ich auch. Reittierstärkung habe ich dann auch. Das ist ja ein elendiges Geklicker hier. Hätte das das Spiel nicht automatisch machen können? So, check mal, was du hast und dann fertig. Und ich alles anklicken. Okay. Damit habe ich wieder ein Abenteuer abgeschlossen. Ich schätze mal, nächsten Meilenstein. Da, genau. Glyphe, Reittiermarken, Gefährtenmarken. Und wieder mal Insignien zur Wahl. Ein Episch. Na gut. Nächstes Ding starten. Verzauberung haben wir. Insignien haben wir. Reittierstärkung Hammer. Gefährtenstärkung haben wir auch. Gegenstandstufe werden wir auch noch haben. Artefakte haben wir auch. Und Zäumzeug, jawollo. Na, wieder das Board anklicken. Zack. Und fertig. Tiefer, 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 denn da. Ah, okay. Partikel der Verschmelzung. Legendäres Fortschrittswahlpaket. Ja, gut. Gegenstandstufe Hammer. Verzauberung legendär Hammer. Artefakte legendär haben wir. Das Zaumzeug. Auch Reittierstärkung klar, Mann. Gefährtenstärkung klar. Heißt also, wenn ihr neue Charaktere erstellt oder neu im Spiel seid, das sind alles Aufgaben, die dann zu diesen Heldentaten hier führen und euch dann am Ende, wenn ihr so einen Meilenstein komplett durch habt, auch noch zusätzlichen Loot geben. Okay, ja. Partikel der Verschmelzung, 3 Glyphen und ja, türkise Diamanten. Naja. So, das geht jetzt bis 90.000er Gegenstandsstufe, also das werde ich auch nicht abschließen können. Da fehlt bestimmt auch noch irgendwie ein Zaumzeug oder so. Ja, 60.000 kriegen wir hin. 70 kriegen wir auch hin. So, mythische Insignien. Zaumzeuge 5, ne, ich habe nur 4, glaube ich. Eins fehlt dann noch. Gegenstandsstufe 80, Hammer. 90, nein. Nehmen wir aber mit. Reittierstärkung Hammer. Artefakte mythisch haben wir auch. Verzauberung haben wir auch. Gott, was für Aufgaben. Meine Güte. Das heißt, hier hinten fehlt mir noch ein Zaumzeug, okay, und die Gegenstandsstufe 90.000 sind die zwei Aufgaben, die noch fehlen. Ja, okay, das kriegen wir aber hin. Für Zaumzeug fehlt mir nur Insignienpulver, ja, was soll's, gut. Hier gibt's dann nochmal die goldenen Gefährten zur Wahl, okay, cool. Und bei den ersten Schritten muss ich noch ein paar Wartelisten laufen. Okay. Im Ausbildungsraum soll ich noch was eben erledigen. Das machen wir mal. Um mal zu gucken, was kann ich da denn noch lernen. Oder was lernen jetzt neue Spieler. Oder nur Leute, die neue Charaktere erstellen wollen, dann eigentlich durch das Game. Ja. Leider könnt ihr diese ganze Geschichte nur einmal so richtig abholen mit den ganzen Belohnungen. Danach gibt es dann nur noch Gold und so ein Quatsch. Corbin! Willkommen zurück auf der Halbebene. Lasst uns gleich zur Sache kommen. Als erstes wollen wir uns der Bedrohung zuwenden. Während ihr Feinde in einer Gruppe bekämpft, solltet ihr euren Bedrohungsindikator im Auge behalten. Wenn ihr einen Feind anzielt, wird dieser Indikator angezeigt, selbst wenn der Feind euch nicht zum Ziel hat. Und ihr werdet erkennen können, wie nahe der Feind davor steht, von seinem aktuellen Ziel auf euch zu wechseln. Als Tank der Gruppe wollt ihr die Bedrohung.
Als Heiler oder Schadensklasse solltet ihr dem Tank Zeit lassen, genügend Bedrohung aufzubauen, sodass Feinde nicht stattdessen euch angreifen. Beachtet auch, dass einige besondere Mechaniken die Bedrohung ignorieren. Cool, endlich geht's mal um Bedrohung. Endlich lernen das mal alle, also hoffentlich. Die meisten klicken sich ja meistens einfach so durch die Texte, hören sowieso nicht zu. So, ich muss ihn jetzt angreifen. Mein Gefährte auch, ist auch gut. Dann wird mein Balken rot oben. Und ich habe die Bedrohung. Fertig. Gut gemacht. Wenden wir uns nun den Fähigkeiten mit aufgeteiltem Schaden zu. Einige mächtige Feinde verfügen über diese Art von Fähigkeiten. Und wenn ihr zum Ziel davon werdet, dann wird ein spezieller Indikator um euch herum erscheinen, woraufhin nach einer kurzen Verzögerung ein heftiger Angriff auf euch erfolgt. Diese Angriffe sind sehr mächtig, doch sie haben eine entscheidende Schwachstelle. Ihr Schaden wird zwischen allen Zielen aufgeteilt, die davon getroffen werden. Wenn eure Gruppe also zusammensteht, werdet ihr alle überleben. Hierfür sind eine gute Koordination und Zusammenarbeit in der Gruppe vonnöten. Lasst es uns gleich einmal versuchen. Hier geht es unter anderem um Hypothermia. Mit welcher Gruppe soll ich jetzt zusammenstehen? Gar nicht. Corvin, komme ich mal zu dir? Also, es war der Beweis, dass ich auf die Fresse kriege. Okay. Bin wieder voll, da ist eine Gruppe. Ich stelle mich mit dem blinkenden Pfeil über meinem Kopf einfach in die Gruppe. Rumsbums. So gut wie gar kein Schaden. Fertig. Habe ich begriffen. Weiß ich aber schon lange. Hervorragend. Als nächstes kommen wir zu Zielsuchfähigkeiten. Wenn ein Feind eine Zielsuchfähigkeit einsetzt, erhaltet ihr eine Markierung, woraufhin euch die Fähigkeit nach einer kurzen Verzögerung treffen wird. Diese Fähigkeiten können sich für eine ganze Gruppe als verhängnisvoll erweisen. Es ist daher besser, sich von den markierten Gruppenmitgliedern fernzuhalten. Manchmal hinterlassen diese Fähigkeiten einen Effekt auf dem Boden. Ein weiterer Grund, Abstand zu euren Gruppenmitgliedern zu halten. Schauen wir uns nun einmal an, wie das im Kampf abläuft. Ein weiterer Klassiker, der ganze Wartelisten leert, indem man mit so roten Flächen sich einfach in die Gruppe stellt und damit irgendwie alle killt. Das will niemand. Einfach weg damit. Als nächstes beschäftigen wir uns mit den starren Fähigkeiten, die neue Abenteurer oftmals auf eine harte Probe stellen können. Wenn ein Feind eine starren Fähigkeit wirkt, dann erscheint ein Auge über seinem Kopf. In einer solchen Situation solltet ihr dem Auge den Rücken zuwenden, um seinen Effekten zu entgehen. Solltet ihr in das Auge blicken, wenn es in Erscheinung tritt, dann könntet ihr bezaubert oder in Stein verwandelt werden oder sogar ein noch schlimmeres Schicksal erleiden. Die Schwertküste steckt voller Gefahren. Aber keine Sorge, das hier ist nur eine Übung. Viel Erfolg! Okay, das starrende Auge, einfach mit dem Rücken dazu drehen, nicht hingucken, fertig. Und nochmal, komm, mach dein Auge, komm, mach dein Auge. Ja, hingucken. Bam, fertig. Ha! Gut gemacht. Auf diese Weise wird schon bald der erste erschlagene Basilisk zu euren Füßen liegen. Bei unserer letzten Lektion des heutigen Tages geht es um Fähigkeiten, die geborstene Rüstung bewirken. Einige mächtige Feinde haben Angriffe, die euch mit dem Effekt der geborstenen Rüstung belegen werden. Ihr werdet dann einen Indikator dafür über eurem Kopf sehen und eure Verteidigung wird erheblich verringert. Wenn dieser Effekt auf euch wirkt, solltet ihr Schaden möglichst vermeiden und die Heiler in eurer Gruppe müssen euch dabei helfen zu überleben. Geborstene Rüstung oder Rüstungsbruch könnt ihr euren Gegnern auch zufügen. Wenn ihr es abkriegt, habt ihr das gebrochene Schild auf eurem Kopf. Euer Fortschritt ist wirklich sehr beeindruckend. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ihr der Abenteurergilde beigetreten seid. Und ihr könnt wirklich stolz auf das sein, was ihr seither geleistet habt. Ihr seid nun bereit, es mit noch größeren Herausforderungen an der Schwertküste und darüber hinaus aufzunehmen. Wir sehen uns in der Gilde.
Okay, immer ein paar Mechaniken. Weitere gibt es in dem Zweikampfsofa-Video zu Mechaniken in Neverwinter. Gucken wir mal, wir müssen jetzt wieder was abschließen können. Bin gespannt, ob Wartelisten jetzt einfacher werden, weil die Leute die Mechaniken gelernt haben. Schön, euch zu sehen. Das war ein ordentlicher Übungskampf, nicht wahr? Ich glaube, ich habe euch alles beigebracht, das ich weiß. Nun kommt es ganz auf euch an. Gut gemacht. Fertig. So. Nach wie vor vergangene Kampagnen, 10 Stück, 5 Tage lang Astral umwandeln, dann Gefechtsgewölbeprüfung Adepten und den Rest habe ich. Okay, cool. Und hier muss ich noch ein Zaumzeug aufwerten, Insignienpulver, okay, und 90.000er Gegenstandsstufe sollte mit Modul 26 funktionieren. Seltene Insignien, epische Insignien, Glyphen, accountweite Reittiere und Gefährten, na cool. Das ist die neue Questreihe der Heldenfahrt, der euch bis Gegenstandsstufe 90.000 begleitet und euch immer wieder Loot gewährt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.